Hallo, Selamondisti. Heute wollen wir euch einmal aufzeigen, was ihr alles in euren Rucksack hineintun müsst, um gut für die Selaronda vorbereitet zu sein. Da haben wir zunächst einmal den Rucksack, 20 Liter Rucksack. An diesem müssen wir außen auch die Startnummer anbringen, auf der dann auch euer Name zu lesen ist. In den Rucksack hinein dagegen haben wir eine dünne Windjacke, die man noch überziehen kann, aber nicht muss für die Abfahrten. Genauso haben wir dann eine gefütterte Jacke. Die Jacke kann im Primaloft sein oder mit Daune, das spielt keine Rolle. Beide Jacken müssen natürlich eure Größen haben. Des Weiteren haben wir auch eine Überzugshose drin. Auch diese sollte eben eure Größe haben. Dann haben wir ein paar Fäustlinge als Reserve. Diese Fäustlinge sind auch gefüttert und bei extremen Temperaturen dann auch äußerst nützlich. Eine Rettungsdecke. Jedes Mitglied muss eine Rettungsdecke dabei haben. Ein paar Felle, Reservepaar. Jede Mannschaft braucht insgesamt 3 Paar Felle. Okay. Wir empfehlen aber auch, ruhig ein paar mehr mitzunehmen. Des Weiteren brauchen wir ein Telefon. Dieses Telefon muss eben immer an sein und die Nummer muss während der Einschreibung auch angegeben werden. Des Weiteren ein Helm. Der Helm muss kein Skihelm sein, es reicht ein Kletterhelm. Auf dem Helm müssen wir eine Lampe befestigt haben. Nicht vorgeschrieben, aber wir empfehlen eben auch die Benutzung einer Skimaske. Des Weiteren sehr nützlich sind Getränkeflaschen, Softflag oder eine klassische Trinkflasche, je nach Geschmack, sollte man aber dabei haben. Genauso ist es immer wichtig, dass man auch selber ein wenig zu essen dabei haben. Wir haben auch ausreichend Verpflegungsstationen, aber man weiß ja nie. Dann haben wir die letzte Sache hier im Rucksack. Natürlich eine Flasche Bier, aber die für nach dem Wettkampf. Danke. Tschüss.